Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial zu Planet Coaster. Es ist natürlich klar als Freizeitpark und Achterbahn-Channel, dass man in die Richtung was macht, denn Planet Coaster ist natürlich einfach die neue Referenz in Sachen Freizeitpark-Simulation. Das Tutorial heute geht um den Häuserbau. Wie man schon gesehen hat, ich habe mir einfach zwei kleine Shops geschnappt und baue einfach mal drauf los. Das Gebäude soll so eine Art Main Street Gebäude werden, eine kleine Fassade. Jetzt habe ich hier zum Beispiel schon den Grundriss gebaut, den werde ich gleich auch noch ein klein wenig verändern. Was Grundlegendes, wenn ihr vorhabt, Gebäude zu bauen, sei es für die Main Street oder sei es für einen anderen Themenbereich oder so, sucht euch Inspiration. Ganz, ganz wichtig, schaut euch irgendwie Bilder bei Google an, schaut euch Bilder von anderen Freizeitparks an, guckt einfach mal, was ihr da hier findet, sucht euch Inspiration bei Computerspielen, in Filmen. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, einfach damit ihr so ein klares Bild quasi vor Augen habt, was ihr eigentlich bauen möchtet. Anfangen tut ihr dann am besten mit der Grundstruktur, das heißt, ihr zieht einfach erstmal nur Wände. Die Farben sind eigentlich relativ egal, die könnt ihr ja im Nachhinein komplett noch ändern. Sobald ihr die Grundstruktur habt, also am schönsten ist natürlich, wenn ihr nicht so einen Klotz baut. Ich habe jetzt zum Beispiel hier so eine kleine Abstufung oben reingemacht, weil ich mir gedacht habe, so ein Klotzgebäude, das ist jetzt nicht so schön. Da schaut man lieber irgendwie auf ein Gebäude, was ein paar Abstufungen hat, weil es halt auch einfach realistischer ist bei so Fassaden, weil es halt schöner aussieht. Wenn ihr die Grundstruktur quasi gebaut habt, dann könnt ihr erstmal die Dächer draufsetzen. Ihr müsst die noch nicht verzieren, erstmal so das Grunddach halt. Ich habe mir jetzt hier zum Beispiel überlegt, weil mir das noch nicht genug ist, dass ich da vorne noch so einen kleinen Überhang dran mache an das Gebäude, damit es einfach noch ein bisschen schöner aussieht. Dementsprechend muss ich natürlich das Dach wieder ein Stück nach oben setzen. Da ist ganz wichtig, ihr könnt mehr, wenn ihr ein Gebäude baut, ihr könnt mehrere Objekte auswählen und dann halt auch, wenn ihr M drückt oder X oder Steuerung D oder halt auf einen der Buttons, dann könnt ihr natürlich alle auch bewegen oder halt alle einfärben auf einmal. So, genau, das mache ich hier nämlich gerade. Das Problem ist, sobald ihr Objekte habt, die verschiedene Farbklassen, sage ich jetzt mal, haben. Also es gibt ja Objekte, da könnt ihr eine Farbe auswählen und Objekte, da könnt ihr drei Farben auswählen. Sobald ihr das habt, da müsst ihr aufpassen, dass ihr wirklich immer nur Objekte einer Klasse auswählt, um die Farbe gleichzeitig zu ändern, weil sonst halt irgendwie Farben übrig bleiben und das nicht ganz so gut funktioniert. So, sobald ihr dann die Grundstruktur von Gebäude und Dach habt, könnt ihr mit den Fenstern zum Beispiel anfangen. Ich habe jetzt unten so kleine Fenster hingesetzt, an diesen Überhang habe ich komplett Fenster dran gemacht. Hier ganz wichtig, das hat man jetzt gerade auch kurz gesehen, ihr müsst sehr viel ausprobieren. Das kommt nicht alles von alleine, ihr müsst halt echt ausprobieren, gucken, was euch so gefällt, was der Stil ist, den ihr erreichen möchtet. Und sobald ihr den gefunden habt, könnt ihr einfach mal drauf losbauen. Hier, ich habe jetzt zum Beispiel am Ende noch entschieden, komm, ein Balkon mit einem Fenster kopiere ich noch. Ich habe jetzt hier so ein paar Säulen an die Seite gemacht, die werde ich aber im späteren Verlauf auch noch tauschen. Ja, ihr müsst halt einfach gucken, dass die Objekte schön aneinander passen. Ihr müsst gucken, in welchem Themenbereich die sind, dass halt auch die Objektart passt. Zum Beispiel das hier ist jetzt so eine, sag ich mal, normale Main Street. Da wäre es jetzt komisch, wenn ich jetzt komplett Fachwerkhäuser bauen würde, weil die dann halt doch eher in so einen englischen Bereich oder bayerischen Bereich passen würden. Das wäre dann hier ein bisschen, ja, sähe ein bisschen strange aus. Genau, wenn ihr baut, vergesst niemals die Taste Shift, damit ihr die Objekte hoch und runter setzen könnt. Vergesst niemals X. Wenn ihr auf X klickt, kommt ihr in das 3D-Menü, wo ihr die Sachen verschieben könnt. Und sobald ihr nochmal X drückt, könnt ihr die Sachen drehen. Ich habe bei mir, sobald ich ein Gebäude baue, meistens die Winkelausrichtung an, weil es halt einfacher ist, die Sachen so an die Wände anzupassen. Damit die halt nicht irgendwie schräg rausragen und sobald man die kopieren möchte, geht's nicht, weil die dann in der Wand verschwinden. Deshalb würde ich da echt die Winkelausrichtung immer anlassen. Genau, so, dann
gut, diesen Überhang, das ist jetzt halt so ein schönes kleines Ding. Da ist ja meistens mit Holzverkleidung, die packe ich da jetzt gerade dran mit Holzbalken. Ne, da muss man natürlich auch erstmal gucken, welche Holzbalken irgendwie am besten passen. Und sobald man dann eine Stelle gesetzt hat, kann man die einfach kopieren. Den Fehler habe ich bei diesem Video leider auch ein paar Mal gemacht, dass ich einfach vergessen habe, dass man Sachen ja kopieren kann. Da müsst ihr wirklich immer dran denken, weil wenn ihr so ein Gebäude baut, wo halt irgendwelche Seiten gleich sind oder wo ihr wirklich kleinere Abschnitte halt kopieren möchtet, wählt einfach alles aus, drückt STRG D und dann könnt ihr es einfach wieder an eine andere Stelle an der Wand dran packen. Ne, also niemals das Kopieren vergessen. So, jetzt halt noch ein paar Deko-Sachen. Sobald ihr nämlich die Fenster und den Grundrahmen habt, könnt ihr halt Deko anbringen. Ich bringe jetzt hier ein paar Blumen an. Ich habe diese kleinen Vorhängedächer dran gemacht. Dann habe ich angefangen, wie man jetzt gesehen hat, zu färben. Also einmal die Wandfarbe in weiß geändert, die Dachfarbe in so ein dunkles Blau. Ja, dann haben mir die Säulen an den Seiten nicht mehr so gefallen und die ich in der Mitte angebracht habe, die habe ich dann mal kurz ersetzt und dann doch die Farbe wieder zurückgeändert in Rot, weil es dann halt einfach schöner gepasst hat. So, wenn man das gemacht hat, ich habe jetzt dann mit dem Dach weitergemacht, ich habe oben schön die Sachen angebracht, eine Verzierung an den Rand, hier habe ich jetzt auch wieder ausprobiert, was man da so machen kann, hat mir alles irgendwie noch nicht so ganz gefallen. Und dann kommt wieder ein wichtiger Punkt. Verfremdet Objekte. Also ihr müsst nicht, zum Beispiel Vasen oder irgendwie sowas, sind nicht immer nur Vasen. Ihr könnt wirklich die Objekte zweckentfremden, so heißt's. Und einfach mal gucken. Hier zum Beispiel das, was ich anbringe, das ist ein Holzzaun. Wie man es quasi von einer Veranda kennt. Und ich nehme den jetzt einfach als Dachverzierung und es sieht halt echt nicht schlecht aus. Von daher guckt, welche Objekte ihr nehmen könnt, probiert aus, sucht euch Inspiration und dann sollte eigentlich auch der Gebäudebau relativ leicht von der Hand gehen. Das war es eigentlich quasi auch schon. Also was soll man großartig sagen? Das war jetzt so ein kleiner Speedbild im Gebäudebauen. Die Steuerung sollte ja jedem bekannt sein, der das Spiel spielt. Von daher bin ich da jetzt nicht so drauf eingegangen. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, was man so in der Kürze auf die Schnelle so machen kann. Planet Coaster ist halt viel ausprobieren, viel gucken, welche Objekte man nehmen kann. Und wenn ihr Bock auf mehr Tutorials habt oder mehr Planet Coaster Videos, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare und wir sehen uns.